Ja, ihr seht, es geht wieder los. Das Auto ist gepackt. Heute steht eine etwas größere Tour an. Um ein bisschen Spannung zu behalten, erzähle ich euch erst später, wo ich genau hinfahre und vor allen Dingen auch, worum es genau geht. Jetzt bin ich mal gespannt, es ist Freitagmittag, ob wir da jetzt wirklich mit Feierabendverkehr zu tun haben oder ob wir gut durchkommen. Es sind so ca. 400 Kilometer. Wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass ich ziemlich genau in der Mitte von Deutschland lebe, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, wo wir hinfahren könnten mit 400 Kilometer. Kleiner Hinweis für euch, ich bin jetzt an Karlsruhe vorbeigefahren und bin gleich in Freiburg und dann fahre ich weiter Richtung Basel. Es geht in die Schweiz. Was ich da mache, das erzähle ich euch ein bisschen später, damit es ein bisschen spannend bleibt. Endlich geschafft, wir sind da in Basel. Mein Kumpel, den ich hier heute besuchen will, der hat hier in Basel einen Laden. Da gehen wir jetzt hin. Natürlich habe ich für ihn auch eine Kleinigkeit dabei. Wenn man einen guten Freund besucht, bringt man ein Geschenk mit. Ich hole das jetzt so schnell aus dem Auto und dann gehen wir mal schauen, ob er da ist. Und ich sage euch schon mal, er heißt Mirko. Eddie ist auch ausgestiegen. Jetzt nehmen wir noch das Geschenk. Und dann gehen wir mal gucken. Hier ist erst schon mal ein Fahrradgeschäft. Nur so viel, Mirko hat kein Fahrradgeschäft. Hund muss pinkeln, wichtig nach der Autofahrt. Hier kommen wir jetzt der Sache schon mal näher. Da steht eine schwere Maschine. Hier ist der Laden. Und da ist der Mirko. Alles klar, Sven. Hattest du gute Fahrt? Servus. Hi. Hier ist ein Geschenk für dich. Und dann bin ich mal gespannt, wenn du das gleich aufpackst, was du dazu sagst. So, jetzt ist der Mirko natürlich ganz gespannt. Hast du eine Serie oder hast du gesagt? Ja, ich habe nur der erste Teil ist veröffentlicht. Die anderen 48 sind noch komplett privat. Wir haben uns jetzt gerade einen Plan gemacht. Wir werden jetzt heute Nacht zusammen an einem Stillgewässer fischen. Eine entspannte Nacht, wo wir ein bisschen grillen können. Und morgen tagsüber haben wir noch was vor. Wir haben ein Projekt vor. Was wir morgen machen, das seht ihr dann. Aber wenn ihr kombinieren könnt, seht das Studio, habt ihr vielleicht schon eine Idee. Und morgen Abend werden wir dann an ein Fließgewässer gehen und ich hoffe, dass ich euch hier auch einen Fisch zeigen kann. So, da sind wir da. Das war jetzt ja noch eine kleine Strecke zu fahren. Ich muss ja ganz ehrlich sein, er hat mir im Vorfeld gesagt, wir fischen so einen kleineren Tümpel. Jetzt hat er es eben quasi nochmal revidiert. Er hat gesagt, das ist ein Teich. Und wenn ich jetzt aufs Wasser gucke, dann bin ich schon auf jeden Fall höchstgradig beeindruckt. Ich schwenke mal rüber, ich zeige euch das. Also, das ist das Gewässer für unsere erste Nacht. Ich bin sehr gespannt, ob hier so ein richtiger Okolith heute Nacht einsteigt. Vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Ich wollte dir mal was zeigen. Ich habe einen Kompressor dabei. Hast du einen Kompressor dabei? Echt jetzt? Ja. Das ist ein Kompressor dabei. Routen sind gesetzt. Ich denke, wenn man an so einem kleineren Gewässer ist man jetzt nicht so ganz an die Grenze gekommen, was die Taktik und die Methodik angeht. Denn ihr seht, die Dinger sind 1A hier
abgespannt. Da sind zwei von mir und Mirko hat gemeint, er fischt jetzt auch noch zwei und eventuell kommt nachher noch ein anderer Kollege vorbei, vielleicht noch ein anderer Kollege und dann kann das sein, dass es hier routenmäßig auch ziemlich gemütlich wird. Wir machen jetzt noch Mirkos Routen und dann werden wir mal eher zu dem gemütlichen Teil übergehen. Ich habe echt Hunger und habe jetzt auch erstmal nichts gegen hinsetzen und auch erstmal nichts dagegen, wenn jetzt so schnell kein Biss kommt. Also ihr seht, hier in der Schweiz weiß man auch, wie man lebt. Allerbestes Grillfleisch. Also ich bin mir sicher, das wird der absolute Wahnsinn. Und da ist noch mehr im Anflug. Ach, du lieber Gott. So, wenn wir schon in der Schweiz sind, dann müssen wir natürlich auch Schweizer Käse essen, das ist ja klar. Danach auch das Messer. Das ist wahrscheinlich auch schon mal bei der letzten Renovierung im Einsatz gewesen. Oh, ach du Scheiße. Wow! Der ist gar nicht so schlecht, oder? Meinst du, er ist weiß? Ja, glaube ich weniger. Mann, Mirko! Hey, wo ist der Fisch? Wo ist er? So, da ist doch ein schöner Fisch, oder? Und vor allen Dingen bin ich wirklich beeindruckt, wie stark der gekämpft hat. Lass mich bitte frei. Die Wurst war gerade so drin im Mund. Wir saßen zusammen am Feuer und dann kam direkt der Biss. Ja, wenn das so weitergeht, dann haben wir vielleicht auch eine schlaflose Nacht vor uns. Wir werden auf jeden Fall uns jetzt noch mal gemütlich hinsetzen. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob heute Nacht hier in dem Mini-Gewässer noch ein zweiter kommt. Ja. So, auch die schönen Abende gehen dann irgendwann vorbei. Ich liege jetzt endlich im Schlafsack auf der Liege. Ihr habt es ja mitbekommen, ihr wart dabei. Einen Fisch haben wir gefangen. Jetzt ist es so 12, Viertel nach 12. Jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Wir haben ja morgen noch was vor. Und dann auf jeden Fall dann morgen Nachmittag frisch und voll motiviert an den Fluss fahren, um da dann morgen Abend auch nochmal einen Flusswaller zu fangen. Ja, also ich sag dann jetzt erstmal gute Nacht. Und wenn noch was passiert, dann mache ich auch die Kamera nochmal an. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn nichts mehr passiert. Also, dann bis morgen früh. So, der Mirko schläft noch. Ich bin ja immer ein Frühaufsteher. Ich habe jetzt mal die Zeit genutzt, um eine kleine Runde hier um den Teich zu drehen. Es ist ja auch nur selten möglich, dass mal in ein paar Minuten das komplette Gewässer abgegangen ist. Zur Nacht können wir noch sagen, ich habe gut geschlafen. Der Mirko hat bestimmt mindestens genauso gut geschlafen. Den Biss hatten wir leider nicht mehr. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich da jetzt in diesem Fall auch nichts dagegen. Weil wir haben heute noch einen anstrengenden Tag vor uns. Ich meine, es ist halt auch immer so eine Sache. Das ist ja hier an so einem kleinen Gewässer normalerweise gar nicht mein Metier. Aber jetzt war ja der gestrige Abend auch einfach dafür gedacht, dass man sich mal wieder sieht, dass man Zeit zum Reden hat. Wir haben schönen Fisch gefangen. Wir sind heute fit und ausgeruht für das, was wir heute noch vorhaben. Wir werden jetzt ziemlich zeitig auch unser Lager abbauen und fahren dann zurück zu Mirkos Laden, weil da haben wir ja noch was vor.